Na, wen wundert's? Rente wird zum Hauptwahlkampfthema im kommenden Bundestagswahlkampf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die BSW Sarah Wagenknecht macht das Thema Rente zum Hauptwahlkampfthema im kommenden Bundestagswahlkampf. Es geht ja schon munter los. Wir hören ja von unserem super Wirtschaftsweisen Werding, der will ja schon wieder die Rente mit 63 abschaffen. Die CDU klatscht schon in die Hände und freut sich. Die FDP will auch die Rente mit 63 abschaffen. Sarah Wagenknecht sagt, aus meiner Sicht völlig zu Recht, Deutschland habe eines der schlechtesten Rentensysteme in Europa. Der Sozialverband VdK hält dagegen und sagt, das stimmt alles gar nicht. Aber meine Damen und Herren, ich sitze hier an der Rentenfront sozusagen. Ich erlebe jeden Tag, ich sehe jeden Tag die Rentenbescheide der Menschen hier vor Ort, die zu uns kommen und uns das vorlegen. Ich weiß ja nicht, was der VdK dort so bekommt, aber im Hinblick auf die drohenden Altersarmutsgeschichten, die wir in der Zukunft haben werden, haben wir tatsächlich eines der schlechtesten Rentensysteme in Europa. Das ist das, was auch Sarah Wagenknecht letzten Endes meint. Sie meint mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, dass wir ein umlagefinanziertes System haben. Das hält sie nicht für schlecht, sondern sie sagt ja letzten Endes auch nur, dass alle in die Rente einzahlen sollten und dass wir ein Rentenniveau über 50% haben müssten. Das wäre dann genau richtig, um keine Altersarmut hier in Deutschland zu generieren, ist letzten Endes ja auch nur ein gigantisches Armutszeugnis, dass wir in einem solch reichen Land wie in Deutschland es zulassen, meine Damen und Herren, dass Menschen im Alter zur Grundsicherung, zum Sozialamt rennen müssen und hier entsprechend betteln müssen. Meine Damen und Herren, Sarah Wagenknecht sagt es auch ganz klar, Wahlkampf. Das Hauptwahlkampfthema wird die Rentenpolitik sein. Wir haben viel zu niedrige Renten trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung. Das ist aus meiner Sicht auch ein sozialpolitischer Skandal hoch 10. Deutschland steuert auf eine Rentenkatastrophe zu. Es wird alles immer teurer, meine Damen und Herren. Und wir haben eine Demografie und es gibt keinerlei Lösungsansätze und all das, was jetzt uns angeboten wird, auch mit der Aktienrente, reicht letzten Endes überhaupt nicht aus, um ad hoc so schnell wie möglich hier entsprechende Linderung herbeizuführen. Dann kommen natürlich solche Forderungen wie der Wirtschaftsweise Werding, der dann sich hinstellt und sagt, ja, wir müssen die Rente mit 63 abschaffen und dann gibt es die nur noch für diejenigen, für Geringverdiener, die 60% des Durchschnittseinkommens verdient haben. Die sollen dann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bekommen und alle anderen dürfen leer ausgehen. Was für ein rentenpolitischer Schwachsinn, der da sozusagen verkündet wird. Ich gehe auch davon aus, dass die BSW als wirklich gute Wahlalternative für Deutschland, ich gebe keine Wahlempfehlung ab, aber ich sage ganz einfach, BSW ist eine Wahlalternative, zum Beispiel auch gegenüber den Linken und der SPD auf jeden Fall und den Grünen. Die BSW ist und wird die Stimme der Rentner werden. So sagt es die Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete und frühere Linkspartei, Politikerin. Meine Damen und Herren, eine Rente nach 40 Jahren im Durchschnitt 1.100 Euro ist wirklich ein Skandal, ein Schlag in das Gesicht von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die hier in Deutschland hart gearbeitet haben und dann eine solche Rente bekommen. Ich habe gestern am 15., am 14.02.2024 zwei Menschen beraten, die nach 45 Jahren Arbeit, nach 45 Jahren Arbeit eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte, sie als Frau rund 1.200 Euro brutto, er als Mann rund 1.300 Euro brutto erhalten haben, nur weil sie hier im Osten weiterleben wollten und gearbeitet haben und schlechte Verdienste hatten. Und das ist eines der ganz großen Probleme. Ja, meine Damen und Herren, der Sozialverband Deutschland kritisiert natürlich Wagenknechts Äußerungen. Ja, es ist nicht nur falsch zu behaupten, das deutsche Rentensystem sei eines der schlechtesten. So sagt es Michaela Engelmeier laut einer Mitteilung. Es ist vor allem gefährlich und schadet der Alterssicherung der Menschen insgesamt. Nein, Frau Engelmeier, es ist ganz genau richtig, dass Frau Wagenknecht genau diese Aussage getroffen hat, denn sie trifft im Kern genau das, was sie sagen will. Wir haben eine immer
mehr sich verschlimmernde Altersarmut. Und genau das ist der Punkt, den wir hier aufgreifen müssen, Frau Engelmeier. Und das sollten Sie bitte auf Ihren Internetseiten auch verbreiten, dass die Altersarmut eine Katastrophe wird für die Zukunft, für unsere Leute in unserem Land. Und es kann eigentlich nicht wahr sein, dass ein so reiches Land, ich kann es nur noch mal wiederholen, so etwas überhaupt zulässt. Aber Gott sei Dank, wir haben ja so ganz tolle Politiker wie Herrn Lindner, wie Herrn Habeck und last but not least auch unseren wunderbar schweigenden Bundeskanzler, Herrn Olaf Scholz. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.